Hey Leute, neuer Part, neues Glück, neue Angst. Nee, ich habe keine Angst in diesem Spiel. Vielleicht kommt's ja noch. Was haben wir denn hier? Ein Granatenwerfer. Die Schrotflinte gibt's ja so oft. Ratte! Also die Musik von 4 ist 1A. Hä? Was zur Hölle? Sag mal, spinnst du? Man wirft nicht mit Messern. Es ist, was die Jugend von heute sich alles ausdenkt. Das kommt garantiert von den ganzen Ballerspielen. Hui. Von dem ist gar nichts mehr übrig. Da. Slow Motion. Bots. So. Ha, grauenhaft. So viel Blut. Er hat nur seine Waffe grabben. Noch ein Granatenwerfer. Was benutze ich nur für die ganz schweren Leute? Hehehe, ganz schwer. Hehehe. Und groß. Hehehe. Was ist jetzt los? Was zur Hölle? Hä? Wo bin ich jetzt? Was ist los? Was geht ab? Hier will ich auch mal wohnen. Achtung, das Öl. Was? Na, zu spät. Das, naja, sagen wir mal, tödlich über Öl verunglückt. Hier sieht mir viel rote Betesaft. Taktisch. Gerade noch rechtzeitig. Wo bist du? Granate! Boom! Du hast was verloren. Es sieht aus wie dein Bein. Ach, da geht's nicht durch. Mist. Ach, hier geht's lang. Oder weiß ich? Nee, war ich noch nicht. Uah. Sag mal, das Umweltverschmutzung. Du auch noch? Also ich sag, während den Kämpfen werde ich nicht viel sagen. Außer nur, stirb! Oder du und Sohn, stirb! Nee, werde ich auch nicht sagen. Damit die Action und das Gefühl von Fear einfach drinne bleibt. Und nicht durch die Kommentare vom doofen Ego-Ding, zerstört wird. Okay, Kämpfe sind vorbei, kann ich wieder babbeln. Bla 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 Fasel, bla 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 Fasel, bla bla. Ne, ehrlich, guckt euch mal das an. So großes Loch, nur weil ich ein bisschen drauf gefeuert habe? What the fuck? Aber es sieht wenigstens plastisch aus. Ist das geil. Pistolen? Verbinden.
Nehmen wir Schrotflinte. Pistole ist wirklich nur für Notfälle gedacht. Oh, episch, die Tür aufkicken. Autsch. Hätte lieber nicht machen sollen. Wow. Granate. Nein, ich bin tot. Was mache ich am besten dann? Naja, am besten, ich pumpe ihn mit dieser Schrotflinte voll. Die aussieht wie eine Spaßwölf. Was ist denn der? Am besten seinen fetten Arsch. Na, geht doch. Und ich habe ein paar Granaten mehr. Der lebt, der hat noch Geräusche von sich gegeben und sie hatten sich angehört wie Grunzen. Also ist da nur ein Schwein drin. Jesus, was heute mit Gentechnik man alles erreichen kann. Ah, die andere Scheibe muss auch kaputt sein. Keine Pistolen. Okay, was steht dort im Terminplaner? Die eine muss ich da umbringen. Ich schätze, es ist vielleicht so Schichten, wer die Schicht jetzt übernehmen muss und so. Sieht aus wie eine Schleuse. Nee, Kanal. Was rede ich da eigentlich für ein Kack? Hui, Leiter runter. Oh cool, da läuft einer. Hallo. Ja, wo ist er hin? Sag mal. Wow. Jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen. Da wollte mich wirklich verarschen, aber es war aus wie der Typ aus dem ersten Teil. Ich habe bei einem Kumpel 4-1 durchgespielt und das ist dieser, der im ersten Abschnitt auftaucht. Okay, jetzt kann ich wieder was sagen. Ich habe ein großes Loch in die Wand gehauen. Und nochmal gefährliche Dosen. Na endlich, nicht mal SCP-087B hat mir einen Schauer über den Rücken gebracht. Okay, beim 10. Mal durchspielen. Spinnen die, sich gegenseitig in Luft zu jagen? Man spielt nicht mit Sprengstoff. Das müssen sie wissen. Aber nein, bumm, jagen wir eine ganze Barrikade in die Luft und wir gleich dazu. Oh ja. Also
Also da habe ich mich jetzt wirklich erschrocken, als dieser Typ aufgetaucht ist. Also natürlich nicht so, sondern in diesem Sinne, wow, wo kommt der auf einmal her? Ein Einkaufswagen. Ich nice, ich will jetzt einkaufen. Natürlich habe ich das gut bemerkt. Flaschen. Aber die Engine ist sehr gut gemacht. Das ist die Nifte Lightech Engine von irgendeiner Firma. Oh, nee. Man schläft nicht auf Tonnen. Rückwärts gehen. Boom. Ich bin Demo-Man. Und ihr werdet alle vernichten. Da ist noch einer. Ach, bin ich wütend. Und steig nicht aufs Auto. Doch, kannst du. Aber jetzt nicht mehr. Steht ihr? Ich sag... Nee, hört ihr? Ich sag eh nur Arsch. Ich sag eh nur Bullshit. Dell? Dell? Das glaube ich mir jetzt. Was? Oh ne, jetzt habe ich Dell kaputt gemacht. Und auch noch den Computer, das tut mir aber leid. Oh nein, jetzt hatte ich auch noch mit der Kanone drauf. Nein, das tut mir jetzt aber leid. Hallo? 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 Oh cool, Medipack. Was steht denn da? Kann ich nicht entziffern, ehrlich. Ich kann keine Graffitis so richtig... Graffitis richtig entziffern. Boom. Was explodiert hier an denn andauernd? Nein, diese Waffe werde ich nicht nutzen, weil es dazu einfach so wenig Munition gibt. Der Killer von oben auf leisen Sohlen. Ich gehe mal zurück, vielleicht gibt es noch die andere Waffe. Ach Mist, jetzt ist ab. Jetzt ist kaputt gegangen. Ich stell mir auf, wie die fliegen. Hilfe bei... Sterbehilfe? Okay. Da bin ich immer dabei. Ich habe eigentlich auch diese Waffe mehr lieb als alle anderen Waffen. Das Krasse in diesem Spiel ist, es wurde dieses Havoc Vehicle Kit eingefügt, also dass es Fahrzeuge man richtig realistisch fahren kann, aber man spielt, ich meine, man fährt in keiner der Teile, also vier Extraction Point und vier Persons Mandate, kein einziges Fahrzeug. Also frage ich mich, what the fuck? Haben sie die Entwickler etwas Geld für umsonst ausgegeben? Ist er schon tot?
Habe ich ihn etwa gar nicht tödlich getroffen? Was da hinten? Das Auto steht da so verdächtig. Kann es explodieren? Nee, aber das Licht ist kaputt gegangen. Ah, Granaten. Also in Zukunft, liebe Leute, guckt einfach mal hinter alleinstehenden Autos nach. Ihr werdet garantiert Granaten finden. Und das war auch das Ende von diesem Part. Und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder am nächsten. Ich steige erstmal in die Kiste. Oh, da lag Munition und Panzerung. Also, tschüss.